In der Steiermark macht sich die 17-jährige Denise auf den Weg zu einer Routineuntersuchung in die Privatklinik Ragnitz. Lange kann es bei ihr nicht mehr bis zur Geburt dauern. Vor allem, wenn man die Nächte durchtanzt und immer nur an das eine denkt, so wie sie. Im Moment denkt sie aber nur an ihr Kind. Hallo. Hallo Denise. Wie geht's dir? Gut. Ja, fein. Wird die Geburt normal verlaufen? Denise, wir machen jetzt eine Herztonkontrolle vom Baby. Vom Finale. Lass dich da aufs Bett setzen. Mhm. Machst du bequem? Schauen, ob alles passt. Genau. Die letzten Untersuchungen sind eigentlich so nur aufregender als sonst, weil es da warst. Vielleicht ist das halt das letzte Mal, bevor es wirklich losgeht. Aber ich freue mich dann, wenn das Baby da ist. Schauen wir mal, wie das Baby drin liegt. Aber ich schätze mal, was hier im Becken entlang, ja. Gell? Aber ich glaube, da hat sich noch nichts verändert. Das hätte ich dann schon gespürt, aber beim Drehen. Spürt sich schon ein bisschen an, gell? Als ob das Kopf nicht da drinnen ist im Becken, sondern eher da oben herumwandert, gell? Also, ich bin gerade zur Untersuchung hergekommen, um ZTG halt schreiben und ganz normale Untersuchung. Und die Hebamme hat halt gemeint, dass es halt noch immer Beckenendlage liegt. Denise, ich rufe die Frau Dr. Bertel, deine behandelte Ärztin, noch an, damit wir entscheiden können, wie es weitergeht. Okay. Das Baby sitzt noch immer, damit wir einfach einen Weg finden, gell? Okay, passt, ja. Ja. Ja, hallo, Frau Dr. Bertel. Die Denise ist bei mir. Wir haben gerade ein ZTG geschrieben und es scheint nach den Leopoldschen Handgriffen, dass das Baby noch immer sitzt. Könnten Sie kommen und einen Ultraschall machen? Danke, das wäre sehr nett. Bis gleich. Jetzt kommt dann die Ärztin und schaut sich das nochmal an und ich bin halt gespannt, was jetzt rauskommt. Grüß Gott, hallo. Grüß Gott, Grüß Gott, hallo. Ich habe gedacht, wir machen noch einmal einen Ultraschall, dann schauen wir, wie das Baby drinnen liegt und dann besprechen wir, je nachdem, wie es drinnen liegt. Gell? Mhm. Das ist ja vorher schon einmal im Beckenendlage gelegen. Dann schauen wir, ob sie es gedreht hat oder nicht. Gell? Und wenn nicht? Dann würde man einen Kaiserschnitt empfehlen an und für sich. Wenn ich einen Kaiserschnitt bekommen würde, ich wäre schon ein bisschen so erschrocken, weil ich hätte schon gerne eine normale Geburt gehabt. Also bin ich schon ziemlich nervös. Privatklinik Graz-Ragnitz. Eigentlich ist die 17-jährige Denise nur zu einer Routinekontrolle ins Spital gekommen. Bei der Ultraschalluntersuchung stellt die behandelnde Ärztin allerdings fest, dass das Kind in keiner günstigen Position liegt. Denise ist beunruhigt. Was haben Sie für Gefühl, oder? Ja, ich glaube schon, dass man so liegt. Da sieht man das Kopf von da oben, das ist direkt beim Nabel, gell? Die Füßchen sind beide da ausgestreckt. Mhm. Da sieht man die beiden Unterschenkel. Okay. So eine reine Steißlage, weil es nur mit dem Popo unten ist und die Beinchen hat es oben beim Kopf von da, gell? Noch hofft die verunsicherte Jungmama auf ein Wunder. Vielleicht dreht sich ihr Kind ja noch in die richtige Lage. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das noch dreht, ist praktisch bei null dann, gell? So gegen Termin hin. Bei der Beckenendlage, das ist einfach eine relativ klare medizinische Indikation. Und mit dem finden sich die meisten Frauen auch relativ gut ab, weil es sozusagen von vornherein klar ist, das ist für das Baby eine Spur besser. Und da gibt es, also die meisten Frauen entscheiden sich für das Kind sozusagen in dem Fall und für den Kaiserschnitt. Wir haben schon ein bisschen geredet, gell, wenn das Baby in Beckenendlage ist. Ja. Grundsätzlich würde man dann einen Kaiserschnitt empfehlen. Okay. Weil es fürs Kind, es gibt sehr viele Studien darüber oder so, fürs Kind ist es im Prinzip einfach etwas sicherer, wenn es per Kaiserschnitt geboren wird, verglichen mit der normalen Geburt. Gell. Okay. Also wird es ein Kaiserschnitt? Genau, ja. Okay. Der Kaiserschnitt, der wird da unten gemacht sozusagen, da macht man so einen Schnitt von ca. 12 bis 14 cm. Und da wird praktisch die Bauchdecke so schichtweise eröffnet, wird alles stumpf gelöst, möglichst ohne viel zu verletzen sozusagen. Und drunter liegt dann der Uterus und das macht dann einen kleinen Schnitt im Uterus rein und da wird das Baby dann rausgeholt. Aber ich bin schon so bei Bewusstsein, also mit Kreuzstich. Mit Kreuzstich, genau. Ja. Sie kriegen recht viel mit. Das Ganze dauert ca. 10 Minuten, bis das Baby da ist. Und der große Vorteil ist mit dem Kreuzstich, dass dann das
Geburt auch irgendwie miterleben, okay, natürlich, ja, dass das Baby es schreien hören, wenn es rauskommen wird. Und dass es die Janina ihnen dann gleich zeigen wird. Okay. Passt. Glücklich klingt anders. Von Wien in die Steiermark. In Karlsdorf wartet Mario auf seine schwangere Freundin Denise. Er weiß noch nichts von den Neuigkeiten, die ihm etwas rascher Vaterfreuden bescheren werden, als ihm lieb ist. Hallo. Hallo. Und, wie war's? Ja, ist gegangen. Was sagt der Arzt? Ja, er hat mich untersucht und so. Und dann haben sie gesagt, ich bekomme einen Kaiserschnitt. Warum? Ja, weil das Kind Beckenendlager liegt. Er sitzt halt drinnen und mein Becken ist zu eng, dass wir es drehen. Und jetzt hat er gemeint, ja, dass wir gleich einen Kaiserschnitt machen. Weil ich ja schon über der 35. Woche bin, haben sie gemeint, dass das Drehen schwieriger wird. Okay. Und wann wollen sie den Kaiserschnitt machen? Nächste Woche. So früh schon? Mhm. Also, wie ich erfahren habe, dass ich einen Kaiserschnitt bekomme, habe ich mich am Anfang ein bisschen geschreckt gehabt. Aber dann habe ich mir gedacht, im Prinzip ist es egal, ob ich jetzt eine normale Geburt habe oder einen Kaiserschnitt, weil rauskommen muss es, egal wie. Es geht schön schnell. Ja, sicher, müssen sie ja machen. Freust du sicher, gell? Ja, sicher freue ich mich, dass es da ist. Du nicht dann? Ja, sicher, aber was soll man tun? Dass wir einen Kaiserschnitt kriegen, das schockiert mich schon ein bisschen. Aber ich vertraue die Ärzte und die werden es sicher machen, dass alles gut wird. Du schaust nicht so erfreut aus. Sicher. Ja, normale Geburt ist schon schöner gewesen, ne? Und ein bisschen schmerzhafter, glaube ich auch. Angst habe ich schon vom Kaiserschnitt, vor allem vom Kreuzstich, weil ich überhaupt keine Nadeln mag. Da, vor dem habe ich einfach Angst, dass ich da nicht ruhig halte und dass das dann verstochen wird oder so. Aber ich denke mir einfach, da mache ich die Augen zu und denke mir, in der nächsten Viertelstunde habe ich dann mein Kind und das Baby soll gesund sein, sonst ist mir eigentlich alles egal. Und der Mario soll halt dabei sein. Kreuzstich. Ich weiß schon ein bisschen, was es ist, was ich halt gehört habe. So eine lange Nadel hinten reingekriegt. Und was halt ein bisschen wehtut und knackst ein bisschen. Da schaut wohl jemand zu viele Horrorfilme. Wöllersdorf nach Karlsdorf. Die Frage ist in beiden Dörfern dieselbe. Wie wird die Geburt verlaufen? Was feststeht? Die 17-jährige Denise muss ihr Kind per Kaiserschnitt zur Welt bringen. Wir haben schon ein paar Mal wegen dem Kaiserschnitt so diskutiert gehabt und er hat immer gemeint, na, das wird eh nicht passieren, weil ich mir schon gedacht habe, weil es immer Beckenendlage gelegen ist. Er hat immer gemeint, na, es wird eine normale Geburt und jetzt hat er gesehen, dass es keine normale wird. Ja, eine normale Geburt ist einfach schöner. Ist man zu zweit in den Raum. Ich kann ihr unterstützen, wenn sie die Wehen und alles hat. Und so machen halt die Ärzte alles. Das ist, da kann nicht viel helfen. Dann packe ich gleich die Kliniktaschen heute einmal. Nee. Weil dann brauche ich nicht mehr dran denken. Du kannst mir ein bisschen helfen, was ich einpacken soll und so. Und dann geht das schon. Ja, musst du halt sagen, was brauchst du, die hilft dir schon. Ja. Weil wenn es dann falls wirklich vorher losgeht, dass ich Wehen kriege, dass ich das schon gepackt habe und nicht dann alles noch zusammenpacken muss. Also kann ich es schon heute packen alles und dann haben wir es schon fertig stehen. Also, ich hoffe, sie freut sich. Kannst du auch unser Kind zum Schütteln, bitte? Geh bitte, komm, das. Ja, magst du das, wenn du schlafst oder sonst irgendwas, der schüttelt dich so? Ja, das, bitte, mach nicht so, das ist zärtlich sein zum ja. Baby. Das ich schüttel dich einmal zärtlich in der Nacht, wenn du schlafst, okay? Du hast den, schüttelst mich immer so. Ja, genau. Ja, ich meine, das finde ich nicht schlimm, so trittst du dann ein bisschen. So weiß ich, dass mein Kind gut geht. Entschuldigung. Ja. Ich tue es nicht mehr. Ja. Mir leid. Mein armes Kind. Das hat sich ja, wenn es auch nicht gut leistet, hat es immer so wegen dir. Ja, sicher. Komm bitte. Das ist Zärtlichkeit. Das tut mir einfach. Schütteln ist Zärtlichkeit. Mehr können wir für dich, okay? Ich glaube, sie schüttelt, wenn sie raus ist, schüttelt. Ja, das Kind ist nur da drinnen. Ja, das ist auch Spiel. Dann tue ich es nicht mehr, weil sonst trägst du dich auf. Ja. Und dann bin ich wieder ich schuld. Ja. Eben. Steiermark. Ein Termin für den Kaiserschnitt ist vereinbart. Trotzdem können jeden Augenblick die Wehen einsetzen. Denise möchte auf den Ernstfall vorbereitet sein. Schau, passt die Taschen zu mitnehmen? Ja, sicher, passt die Taschen. Für die ganzen, was soll ich alles einpacken? Ich weiß nicht, ein paar Unterhosen, Socken, kurze Hosen.
Ja, so viel Hose mache ich nicht. Ich habe ein Nachthemd von dort drinnen. Ja, dann pack ein, was du glaubst, was du brauchst. Ja, BHs brauchen wir sicher ein paar. Wenn ich dann still und so. Socken soll ich auch mitnehmen? Ich würde schon ein paar mitnehmen. Ja. Unterhosen brauche ich ein paar. Weil die Binden und das kriege ich von da drinnen. Solche Unterhosen nimmst du mit? Ja, was soll man anziehen? Ein String oder was? Wenn ich dann die Tage kriege oder was? So sexy und attraktiv bin ich jetzt nicht mehr. Allein mit dem Bauch. Der Arsch ist so dick und nein. Gehen kann ich fast nicht mehr. So, ich fühle mich nicht mehr so attraktiv. So, bin froh, wenn das vorbei ist. So schlimm schauen die auch wieder nicht aus, gell? Die sind bequem und es passt. Okay? Ja. Mein Gürtel brauche ich mal für die Heimfahrt dann. Ich will zum Furt gehen. Ja, ich gehe dann fort. Also ich glaube nicht, dass ich was verpasse jetzt nur in meinem Leben. Also ich habe das alles schon vorher erlebt, die Sauferei, das Ganze, vor der Schwangerschaft. Und jetzt fühle ich mich schon bereit, dass ich dann Mama werde. Also so wie damals will ich nicht mehr werden. Also nur saufen und so. Das interessiert mich, gehört mir ab und zu, gehört es dazu. Jung bin ich noch. Aber ich muss dann schon Verantwortung haben. Es gibt her, du Arschloch, echt. Hey, aber danach, wie redest du mit mir? Das zieh nach der Schwangerschaft an. Weil jetzt der Wahl. Schaut ein bisschen komisch aus. Ich würde es glaube ich nicht einmal mehr zukriegen, mein Korsett. Aber schon nachher kann ich es wieder anziehen, also freu dich auf das. Dann kommen die Haare weg und das ziehe ich wieder an für dich, okay? Du hast nachher dein Intimpiercing eigentlich auch wieder rein? Ja, wenn es rein geht schon, weil jetzt habe ich sie aussieht dann. Ja. Aber dann, wenn es rein passt, tue ich es schon wieder rein. Was ich weiß, kann man nach dem Kaiserschnitt so 2-3 Wochen wieder miteinander schlafen. Und ja, auf das werde ich mich sicher wieder freuen, weil ihr Körper wieder normal ist. Kann man mehr machen. Leg dich her zu mir. Ich freue mich schon so, wenn das alles vorbei ist und ich wieder meine normale Figur bin. Schön, da spielt mir gerade den Kopf. Lustig. Mhm.